und das war, glaube ich, das Powerbook. Und da waren ja alle Super Mario Teile von 1 bis 3, also Mario Brothers Teile, das 3 enthalten. Und ich weiß noch, ich hatte das von einem guten Freund damals mit 12 ausgeliehen, der hieß Raiko. Und hatte ihm versprochen, er kriegt es eine Woche später wieder. Und letztens habe ich mal aufgeräumt und da ist mir doch tatsächlich auch gefallen, dass ich dem das Buch gegeben habe. Also Raiko, wenn du das hier siehst irgendwann mal, dann melde dich bei mir. Ich gebe dir auch eine niegelnagelneue Ausgabe und du kriegst deine alte wieder. Weil dein Name steht nämlich immer noch drin. Also hier mit der Aufruf, wer Raiko Rösler kennt, hat früher hier in Halle gewohnt. Melde dich bei mir und du kriegst eine neue Ausgabe von dem Buch wieder. Ja, okay. Du fragst dich wahrscheinlich gerade, was ich dir erzählt habe. Ja, allerdings. Aber das werde ich ja dann im Nachhinein noch erfahren. Ich nehme an, es geht ja um irgendein altes Spiel, was dir mal jemand ausgeliehen hat oder nee, so. Nee, ich habe gerade erzählt, dass es zu dem Spiel ja, zu den drei Mario Brothers Spielen ja ein Buch gab, ein offizielles Game Guide. Ja. Ne, auf Deutsch sogar. Und ich hatte das damals von einem guten Freund ausgeliehen, hatte ihm gesagt, er kriegt es in einer Woche wieder und im Endeffekt, wie es immer ist, ja. Ist mir letztens aufgefallen, dass ich das immer noch habe, aber auch nur darauf bewusst geworden, weil ich festgestellt habe, dass der Name noch drin stand und habe ich jetzt gerade dazu aufgerufen, wenn Raiko das hier irgendwann mal sehen sollte, soll er sich bitte melden, dann kriegt er eine niegelnagelneue neue Ausgabe, ich habe hier nämlich noch einmal neu. So, jetzt muss ich nur noch klein. Ja. Ach ja. Mini Mario. Ja. So, dann übergehe ich mal wieder an den Pickhunter, weil die nächste Pizza-Runde ist hier. Nimm dir mal das Mikro. Warte. So. Hallo Leute, da bin ich. Ich hoffe, ich verkacke jetzt hier nicht, ey. Wir haben nur 24 Leben, das schaffe ich nie. Ja. Oh. Ich habe auch gerade welche geholt, also alles gut. Hui. Ja. Ja, das ist alles Skill, was ich das hier... Ist Super Mario World, hallo. Vorsicht, Geist. Ah. Der kommt natürlich genau da raus, wo ich drauf stehe. Natürlich. Da, wo ja, ich draufstehe. Naja, natürlich. Hat jetzt schon wieder so einen ganz scharfen Spruch auf den Lippen, aber... Was, der richtig? Nein. Ich hatte einen ganz anderen scharfen Spruch auf den Lippen, aber den sage ich ja nicht. Weil das echt fies ist. Also Mario gegenüber, meine ich. Mario stinkt, oder was? Naja, oh ey. Also ich glaube, das Ding okay. Ist da schon seit 100 Jahren an der gleichen Position. Du kannst dir das mal wieder rein. Ja, das sind so die typischen Fehler. Ja, in der Übersetzung. Hab wieder reingebastelt, die Arschis. Besser? Mhm. Achtung Geist, ich weiß. Oh, Alter. Konzentrier dich, Marc. Konzentrier dich. Hast du noch einen Schluck Bier, jetzt besser? Zielwasser. Obwohl, das ist gar kein Korn, den ich hier trinke. Ja, Zielwasser ist doch Doppelkorn oder sowas. Mhm. Da fällt mir eine andere tolle Sache ein. Nämlich, du kennst doch das Sprichwort, man zielt über Kimmer und Korn. Jetzt bring das mal ein bisschen in Kontext mit dem Schnapskorn. Ah, ist das nicht toll? So lange bist du gestorben. Geil. Verbiss dich. Ohne Mist. Ohne Mist, ey. Das ist wie bei Little Big Planet, weißt du? Da denkst du, jetzt mache ich das und dann. Naja, okay, das war jetzt kein Bug im Spiel, aber. Also, Bug ist bei Little Big Planet auch nicht direkt. Hol dir doch mal den Pilz, der da ist. Nee, da sterbe ich doch nur. Ach, gar nicht. Natürlich, ja, guck. Ich sterbe! Alles gut, Sister. Alles safe. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Nintendo bei Super Mario World dann, also nicht Safe Stats, sondern, Checkpoints eingearbeitet hat, weil die kleinen Kinder das so schwer fanden und sich immer geärgert haben. Ja, toll. Jetzt bin ich, aber klein. Also, als ich das erste Mal, glaube ich, mit 12, durchgespielt habe, weil unsere Familie hatte nicht wirklich. Ey, leck mich am Arsch, ich bin zu dumm zum Kacken. Da waren wir froh, wenn wir in der 8. Welt waren. Weil ja. Wir kannten keine Zauberflöte. Die hier? Mhm. Die da? So. Ergo? Ja, super. Was bringt dir das jetzt? I show you. Schieß doch.
Hier sind bestimmt auch übelst die Sachen versteckt in dem Spiel. Oh ja. Da, guck. Hä? Schon habe ich wieder ein Leben geholt. What the fuck, ey. Wir sind gerade 15 verloren. Ja. Wieder 18. Unglaublich. Klasse. Also meiner Freundin jetzt sagen, warum nimmst du die nicht mit, diesen Punkte? Mhm. Naja, das ist ja der Highscore-Gedanke, weißt du? Mhm. So, jetzt bin ich schon mal ein Stück weiter. Soll ich da rein? Ja. Geht gar nicht da rein. Ist ja blöd. Dann muss deine Tür. Ach, die kommen runter. Ach ja. Es ist so lange her, dass ich diese ganzen Level gespielt habe, deswegen bin ich so unglaublich schlecht. Ja. Unglaublich. Oh, jetzt hier wieder das komische. Was ist das eigentlich? Das war ja seine Schildkröte. Mutantenschildkröte. Ja. Oh, das Klingeln geht auch auf den Sack, oder? So. So, Leute, so löst man doch mal das Spiel. Oh, hör endlich auf zu klingeln. Wolltest doch so. Ja. Vor allem, da kommt das Schloss und danach wieder ein Schloss zu machen, ja. Bin ich mal gespannt, ob hier Bugs drin sind. Oh, es ist fürchterlich. Der König wurde verhext. Finde den Zauberstab, damit wir ihn zurückverwandeln können. Er war eine Robbe. Du hast ja nicht mal die Chance, nö zu sagen. Ja, das wollte auch das Spiel auch nicht weitergehen. Wieso? Das ist wie bei NetHack. Kennst du NetHack, das Spiel? Nee. Sagt dir Rogue? Sagt dir Rogue was? Nee, wahrscheinlich dann auch nicht. Nee. Weil NetHack ist nämlich ein Rogue-like-Game. Gibt's übrigens, darauf möchte ich jetzt einfach mal verweisen, einen super coolen Podcast aus dem Chaos Radio Express. NetHack, ich weiß jetzt die Nummer allerdings nicht mehr aus dem Kopf, aber es ist ein tolles Spiel. Das ist so ein Dungeon-Crawler. Wo man halt den Dungeon durchcrawlt. Allerdings nicht irgendwie grafisch oder irgendwas, sondern alles mit ASCII-Charaktern. Das macht das Ganze erstmal für heutige Zeit total nerdig. Wenn man das aber zeitgeschichtlich sieht, das war irgendwann in die 60er Jahre, wo das dann Unix war und da gab es noch keine Terminals, die Grafik machen konnten. Ja. Sehr gut. Ja. So, und jedenfalls, wie bin ich da jetzt überhaupt drauf gekommen? Ich weiß auch nicht. Ob man den roten Faden bekommt. Ja, aber der Screen muss erst wieder ein Stück runter. Sonst habe ich immer Angst, dass ich runterfall. So wie ich vorher meinst. Ja. Ja, jedenfalls NetHack, tolles Spiel, so. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Oh, oh mein Gott! Dieser Barbar, der schmeißt mit mir. Oh Mann, ja. Jetzt hören wir das gleich, oder? Scheiße, ist die Wand drin. Hast du es aber nicht ausgemacht, oder? Nee. Das ist wenigstens nicht statt. Was ist denn? Ich wollte ein Safe. Leute, falls ihr uns noch hört, wir wollten gerade ein Safe-Set machen. Was da oben dann aus dem Menü? Guck da mal, ob du reinklicken kannst. Mach mal einfach Safe-Set irgendwo. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind noch wieder zurück. Der Emo ist abgeschmiert. Ich habe auf Escape gedrückt für das Menü, um schnell ein Safe Stat zu machen. Und dabei ist der ganze Emo weggeraucht. Ja. Scheiß Technik, ne? Ja, kann man sich nicht mal mehr auf die Emulatoren verlassen. Der Red Scorpion ist wieder am Drücker jetzt und der wird uns jetzt auch den Text, glaube ich, vorlesen. Ja, und du kannst mal deine Pizza essen, sonst wird sie nämlich kalt. Oh Gott sei Dank! Ich habe meine alte Gestalt wieder. Vielen Dank. Ja, und was noch? Hier ist dein Brief von der Prinzessin. Oh, wer will denn den Brief haben? Da steht nie was Gutes drin. Oh, du kriegst immer eine Wolke. Oder einen Handschuh. Handschuh. Hallo, mir geht es gut. Hol dir die Flöte, die in der Dunkelheit in der dritten Welt versteckt ist. Bitte? Hä? Das beiligende Ioe wird dich beschützen. Prinzessin Toadstool. Ist da auch eine Flöte versteckt?
In der dritten Welt ist eine Flöte versteckt, ja, aber... Ja, da ja. Wie soll ich in der siebten Welt noch in die dritte das Welt ist, kommen? Das ist ein Hinweis, damit du... Ich meine, die Flöte ist ja nicht zum Behumsen, dafür kleine blöde Kinder, sondern das ist ja bloß, weil es keine Speicherfunktion gibt, damit du dann zu deiner Welt wieder zurück kannst. Ah, so ist das. Ah, hier, guck mal, die coole Welt. Ich mag die. Die guten Donut-Welten. Noch die ersten. So, da gibt's doch hier auch diese... So. Oh, und erstmal drei super coole Münzen. Oh ja. Kennt ihr das, wenn ein Spiel so oft gespielt hat, dass es in- und auswendig kennt? Wie zum Beispiel die ersten Level immer bei jedem Super Mario Spiel? Zum Beispiel. Ja, kenne ich. Das ist echt unheimlich, manchmal, finde ich. Wenn man schon fast blind spielen kann. Ja, doch, das... Das geht mir bei Street Fighter immer so. Ich muss nicht mal auf den Bildschirm gucken, krieg die Moves. Also, toll. Ja, die Moves, ja, aber... Das wäre jetzt natürlich richtig cool gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, du gewinnst doch die Kämpfe ohne hinzugucken, nur anhand der Töne. Das passiert auch manchmal. Wir mal ausprobieren. Kennt ihr diese random Knopfdrücker? Diese Buttonbasher? Hm. Diese miesen. Jetzt mal random irgendwelche Knöpfe drücken. Da gab es auf dem C64 zum Beispiel so ein Karate-Spiel. Was? Ich will da hoch. Mal wieder. Nein! Das war clever. Ah, leck mich doch auf die Berze. So. Ja? Ja, dieses Karate-Spiel jedenfalls. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dass ich da die Kämpfe am besten dann gewonnen habe, wenn ich mich mit irgendjemand anderen dabei unterhalten habe und habe einfach nur Knöpfe gedrückt. Also wie früher bei Giga, wenn du Giga geguckt hast und die hatten irgendwie irgendwen dabei, der attacken konnte, dann wird den immer zugelabert bis zum geht nicht mehr und dann hat er dann verloren, weil er abgelenkt war. Gerade der Eddie. Der kleine Mistkerl. Eddie, wenn du das hier jemals hörst, melde dich mal beim Schwimmattacken. Das gab es zum Beispiel auch im Rätselbuch, dieses Dings hier. Als Komplettlösung. Ja. Sechs verschiedene Pattern gibt's da. Ja. Nö. Kennst du die etwa nicht auswendig? Nee, leider nicht. So. Wie oft drauf mal Falschstein? Zweimal, ne? Guck mal, dürfen gleich nochmal. Hä? Was ist das denn? So. Dann machen wir hier oben. Oh, wo war die? Keine Ahnung. Hilf mir! Nein. Nochmal? Ich glaube. Automatisch rein? Ja, ich glaube, das ist ein Bug. Oh, damn it. Er hat's verbockt. Die Schweiz. Eigentlich sollte das Ding nur einmal pro Welt auftauchen, aber irgendwie haben wir es gerade ja so geil getroffen. Wenn das jetzt natürlich 100 Mal hintereinander auftaucht, dann haben wir ein Problem, weil... Oh, Mann. Weißt du? Oh, geh's noch hin heute. Ja. Ich glaube, das würde uns ein bisschen veralbern. Was machen wir nur? Jetzt gucken wir, vielleicht geht's ja jetzt weg. Ich bin weggekommen. Hauptsache, du bist jetzt nicht zur falschen... Doch. Oh nein, ey. Aber geh mal rein, dann kannst du den Leuten zeigen, was das falsche Röhrchen macht. Ja, das falsche Röhrchen bringt dich zum falschen... Ausgang? Ja, Ausgang. Klar. Warte, kannst du den nicht annehmen? Den kann man nur mit dem aufmachen, indem man das Schloss besiegt. Ja. Du kriegst ja später von